Schönen guten Abend miteinander. Schön, sind ihr da. Nehmt euch die Zeit heute Abend. Das ist eine weitere Ausgabe von der Night Shift hier aus der Markuskirche Luzern. Irgendwie gibt es jetzt ein bisschen. Es gibt es nicht nur, es stinkt auch ein bisschen. Keine Angst, das ist alles in Ordnung. Es hat hier einen Heizlüfter ein bisschen überhitzt, aber der läuft jetzt wieder wunderbar und es wird auch laufend ein bisschen wärmer. Ja, es ist schon bereits wieder die letzte Night Shift. All 2 Monate haben wir die am Abend um 8 hier in der Markuskirche. Und an dieser letzten Night Shift widmen wir uns einem Thema, das, denke ich, in unserer Gesellschaft akzeptiert, toleriert, aber auch totgeschwiegen ist. Es ist ein Thema, das sehr bewegt, das aber, glaube ich, auch in unserer Gesellschaft zu wenig ernst genommen wird. Wir finden, auch als Team von der Night Shift, dass man das muss ändern muss. Und das wollen wir an diesem heutigen Abend. Und für das haben wir eine Organisation eingeladen, die Christliche Ostmission. Ich begrüße jetzt den Mike Stauffer von der Christlichen Ostmission. Er wird uns heute mehr zu dem Thema moderne Sklaverei weitergeben. Mike, herzlich willkommen. Guten Abend miteinander. Schön, seid ihr alle da. Irgendwie noch Stimmung. Es ist ein brenzliges Thema, das wir heute Abend anschauen. Und darum ist es schön, dass die Heizung eigentlich mitgemacht hat und so ein bisschen einen Geruch mitgegeben hat, der uns eben mitnimmt in den ganzen Themenbereich. Frauenkinderhandel, Zwangsprostitution, das ist etwas, das da ist. Und zwar hier. Mitten unter uns, wir werden das sehen durch die Präsentation dadurch. Aber damit ihr eine stimmige Meinung bekommt, möchte ich euch einladen, mit mir ganz kurz ein Video anzuschauen. Rund 3,5 Minuten. Um eingeführt werden in den Themenbereich, den wir heute Abend zusammen anschauen. Ich kann euch nicht viel Vergnügen wünschen, aber tut euch dort reichen vertiefen, damit wir den heutigen Abend auch wirklich so angehen können. Mit 19 Jahren nach meiner Schulzeit gab es für mich keine Arbeit in meinem Land. Eines Tages schlug mich ein Freund vor, in Österreich arbeiten zu gehen. Daraufhin bin ich mit ihm fortgegangen. Gerade nach der Grenze hat er mir meinen Pass abgenommen und mich in ein Haus gefahren. Dort hat er mich an Menschenhändler verkauft. Sie haben mich geschlagen, vergewaltigt, tagelang. Ich kann nicht alles sagen. Dann haben sie mich zur Prostitution gezwungen. Sie haben gedroht, meine Familie zu töten, wenn ich mich weigere. Ich wurde immer und immer wieder vergewaltigt. Ich durfte nicht aus dem Haus. Ich hatte kein Geld. Ich hatte nur gerade zu essen. Also bin ich krank geworden. Ich wurde schwanger und sie zwang mich abzutreiben. Und alles fing wieder von vorne an. Das ging Monate so. Eines Tages kam die Polizei. Man hat mich befragt, aber ich habe Angst um meine Familie, also kann ich nichts sagen. Ich kann nicht hier in diesem Land bleiben. Ich kann nicht zu mir zurück. Ich habe Angst. Ich habe nichts mehr. Ich bin nichts mehr. Thank you.
Ich weiß heute, dass es Hunderte von Tausenden von Mädchen gibt, die so sind wie ich. Bitte, tun Sie etwas für uns. Das ist der Themenbereich, der uns heute Abend interessieren wird, den wir uns vertiefen. Das ist eine gestellte Situation. Das ist also nicht irgendwie etwas, wo wir einer Frau hinten nachgelaufen sind, in der Zwangsprostitution. Aber wir wissen aus unserem Projekt heraus, dass es genau so passiert. Und darum sind wir fähig gewesen, so einen kurzen Videoclip zusammenzustellen mit genau diesen Situationen, die sich diesen Frauen, diesen jungen Mädchen in diesen Ländern bietet. Eine unglaubliche Tragödie, die sich vor unseren Augen abspielt. Ich sehe diesen Clip relativ fleissig, sicher 30, 40 Mal pro Jahr. Und die Szene, wo das Mädchen dort auf dem Boden hauert und nachher die Hände so zusammen hat und sagt, sie habe Angst, sie habe nicht mehr, sie sei niemand mehr. Das ist eine Szene, die mich jedes Mal ganz tief berührt. Auch wenn man ihn schon ein paar Mal gesehen hat, den ganzen Clip, sieht man in dieser Aussage um genau das geht. Es geht um die Würde von einem Menschen. Um die Würde, die man einem Menschen fortnimmt. Rausreisst aus ihm selber und ihn wirklich noch zu einem Ding degradiert. Ganz kurz zu uns als christliche Ostmission, damit ihr auch wisst, mit wem das heute Abend zu tun hat. Wir sind ein christliches Missions- und Hilfswerk. 1973 sind wir gegründet worden. Das bedeutet für die hochmathematisch Begabten unter euch 1973, das kann man verknüpfen. Wir sind tatsächlich im Jahr 2013 40 Jahre alt geworden. Und wir haben ein wunderbares Jubiläumsfest feiern in Worb, das ist der Sitz der christlichen Ostmission, mit illustren Gästen aus unseren Projektländern, aus unseren Projekten raus. Und wenn ihr nicht dabei war an diesem Jubiläumsfest, aus was für Gründen auch immer, dann habt ihr wirklich etwas verpasst. Ich kann euch aber beruhigen. Im Jahr 2023 werden wir ja 50 Jahre alt und zu diesem Jubiläum lade ich euch schon jetzt ganz, ganz herzlich ein. Der Vorstand und Mitarbeiter gehören verschiedenen evangelischen Kirchengemeinden an und auch Freikirchen. Und die Finanzierung unserer Projekte passiert ausschließlich durch Spenden, Legat, Kollekten und aus Beiträgen der Eidgenossenschaft. Das ist die christliche Ostmission. Und wer bitte ich? Damit keine Missverständnisse auftauchen, der bin ich. Alle anderen bin nicht ich, aber es sind Menschen, die mir unglaublich ans Herz gewachsen sind. Es ist meine Familie. Ihr seht Susi, das ist meine Ehefrau. Wir sind seit 29 Jahren. Seit 29 Jahren sind wir geheiratet. Und in diesen 29 Jahren sind drei junge Männer entstanden. Ihr seht hier den Philipp, den Christoph und den Raphael. Und wir sind im Jahr 2013 nicht nur 40 Jahre alt geworden als christliche Ostmission, sondern wir haben auch eine Tochter bekommen, das allererste Mal in unserer Familie, nämlich eine Schwiegertochter. Natanja ist die Ehefrau geworden von Philipp. Und sie hilft uns jetzt, uns auf einem schwierigen Parkett, Schwiegereltern ziehen, so adäquat können zu bewegen, wie das irgend möglich ist. Das macht sie hervorragend, weil sie einfach ein lieber Mensch ist. Ich bin begeisterter, leidenschaftlicher Töfffahrer. Das ist eines von meinen Hobbys, die ich ausübe. Und ich bin eigentlich auch der Meinung, dass Gott wollen hat, dass sich der Mensch ausschließlich mit dem Töff fortbewegen. Aber ich kann das biblisch immer noch nicht belegen. Falls irgendjemand eine gute Idee hat, ich bin dankbarer Abnehmer. Wenn wir als christliche Ostmission ein Projekt selber auf die Beine stellen oder einsteigen in eine Partnerorganisation, dann werden die Projekte gegliedert auf eine von diesen drei Säulen. Wir helfen direkt in Notsituationen und Katastrophen. Dort geht es ums Überleben sichern von Menschen. Wir schützen vor Frauen-Kinderhandel. Das ist der Themenbereich, den wir heute Abend genau anschauen. Und wir bauen auf durch Bildung und Gewerbeförderung, wo es darum geht, Menschen anzuleiten, ihr Leben selber zu bewerkstelligen und zu organisieren. Die drei Säulen der christlichen Ostmission. Und jetzt möchte ich euch gerne mitnehmen. Frauen-Kinderhandel.
machen noch auf unglaubliche Sachen gefasst, auf traurige Sachen. Und dort daraus erwächst wiederum etwas Begeisterndes. Auch schöne Sachen. Etwas, was wir zu Beginn müssen wissen, wir als christliche Ostmission sind im Kampf gegen Frauenkinderhandel, im Kampf gegen Zwangsprostitution auf absolut verlorenem Posten. Wenn wir das allein würden in die Hände nehmen, können wir nichts bewegen. Absolut nichts. Wir brauchen euch. Wir brauchen Menschen, die hier in diesem Land die Tragödien erkennen und sich ganz bewusst dagegen wenden. Das braucht Energie, das braucht Einsatz, aber genau solche Menschen suchen wir. Und ihr werdet heute Abend noch drei Lehrer kennen, die genau das eigentlich auf ihr Herz geschrieben haben, aufstehen gegen das Unrecht Frauenkinderhandel, auch hier in der Schweiz. Wir brauchen Menschen, die aufstehen und eine Bewegung bilden gegen die Sklaverei. Ich weiss nicht, wo dass du stehst in deinem Leben inne. Ich weiss nicht, ist schon ein Bordellbesuch mal dran gewesen? Ich weiss nicht, ob man Pornografie konsumiert. Ich habe absolut keine Ahnung. Was ich weiss ist, dass ich am heutigen Abend niemand bedrückt möchte heimgehen lassen. Sondern dass der dürft heimgehen im Wissen, egal was ich aufgelesen habe in den letzten Wochen, egal was ich falsch gemacht habe letzte Woche, Fakt ist, Jesus hat mich gern. Und zwar jeden Tag, immer wieder neu. Ich kann so viel falsch machen wie irgend möglich. Jesus ist bei mir. Er hat die Kraft zum Vergeben, um mich neu aufzugleisen, neu zu führen. Das ist etwas, was ich gerne mitnehmen möchte in den heutigen Abend. Wir kommen zu Fakten. Und zwar Fakten, die unglaublich gross sind und gleichzeitig in unser persönliches Leben spielen. Ihr seht hier eine Aussage von Cecilia Malmström. Sie ist EU-Kommissarin für Inneres und sie hat geschrieben in einem Interview: Es ist schwer vorstellbar, dass in unserer freien und demokratischen EU, und da habe ich mir erlaubt, weil wir ja nicht in der EU sind, auch die Schweiz mit einzunehmen, Zehntausende Menschen ihrer Freiheit beraubt, ausgebeutet und wie Waren zu Profitzwecken gehandelt werden können. Aber es ist die traurige Wahrheit. Der Menschenhandel gehört zum Alltag und rückt uns näher, als wir denken. Ich bin sehr enttäuscht, dass trotz dieser alarmierenden Entwicklung bisher nur wenige Mitgliedstaaten die Vorschriften zur Bekämpfung des Menschenhandels umgesetzt haben. Was sie nicht geändert haben, das sind die Zehntausende von Menschen, die ihrer Freiheit beraubt, ausbeutet und wie Waren gehandelt werden. Obwohl es schon lange nicht mehr wahr ist. Wir reden heute von Hunderttausende von Frauen, von Mädchen, von Buben, die in einer realen Sklaverei leben und gross werden. Ich möchte euch gerne die Geschichte erzählen von der Tanja. Das ist eine Story, die schon ein bisschen älter ist. Und trotzdem behalte ich sie drinnen in dieser Präsentation, weil sie aufzeigt, wie es noch heute sehr oft passiert, wie Frauen, wie Mädchen in Zwangsprostitution geraten. 750 Euro für einen gebrochenen Mensch. Sie kommt aus der Ukraine ursprünglich und dort aus einer ganz armen Familie. Und sie hat nie eine Arbeitsstelle gefunden, sie hat aber auch nie einen Ausbildungsplatz gefunden in diesem Land, weil die Wirtschaft so stark am Boden ist. Der Wunsch, der Familie zu helfen, der war vorhanden. Und gleichzeitig auch als Frau zu leben, als Mädchen mit den Träumen, die man halt hat als junge Frau. Sie hat aber gewusst, dass im Nachbardorf ein Mann junge Frauen sucht, anwirbt, um sie nachher in Deutschland in Arbeitsstellen zu vermitteln. Und Tanja ist gegangen, hat gefragt, kannst du mir eine Arbeit vermitteln? Und hat gesagt, ja Tanja, das kann ich dir. Du musst dir aber im Klaren sein, wenn du jetzt hier eine Unterschrift machst unter diesem Vertrag, dann arbeitest du in einem Bordell. Ist aber alles halb so schlimm. Du musst wissen, da kommen ein Haufen junge Männer auf dich, mit denen hast du Sex, irgendeiner verliebt sich nachher in dich, dann kannst du heiraten. Und wenn du heiraten bist, dann musst du nicht mehr arbeiten, dann kannst du Geld heimschicken zu deiner Familie, dann hast du ein Leben wie eine Prinzessin. Und sie macht die Unterschrift unter den Vertrag und findet sich innerhalb von ganz kurzer Zeit im Moskau-Express wieder, von Kiew Richtung Berlin. Sie wird begleitet von zwei Männern. Sie hat nach der Grenzübertritt den Pass müssen abgeben. Und ab diesem Zeitpunkt hat sie das Gefühl gehabt, irgendwie ist das nicht ganz so, wie sie mir es versprochen haben.
Bis zu diesem Zeitpunkt war sie überglücklich, weil sie gesagt hat, die Bäume seien schöner, die Wiesen seien grüner. Es ist auch so ähnlich, wie wenn wir unseren Kindern versprechen würden, heute gehen wir in den Europapark. Als sie in Berlin in den Bahnhof eingefahren sind, haben die Männer sie rausgenommen, haben hektisch angefangen zu telefonieren und sie gleich daraufhin in eine Plattenbauwohnung in zwei Stock, in eine kleine 2,5-Zimmer-Wohnung mitgenommen. Und als die Türen aufgegangen sind, ist Tanja begrüßt worden von 5 Männern, die schon im Drogenrausch waren, zu viel getrunken haben. Und die Männer sind über Tanja hergefallen wie Tiere. Sie ist mehrfach vergewaltigt worden, sie sind immer wieder neue Männer abkassiert worden an den Türen. Das ganze Martyrium von der Tanja hat 2,5 Tage lang gedauert. Und dann war die Frau gebrochen gewesen, komplett. Hat zitternd am ganzen Körper, ist irgendwo noch immer in einer Ecke hineingehauen und hat gerannt. Und das ist auch für uns Männer nicht ein überaus erotischer Anblick. Mit anderen Worten, für die zwei Begleitpersonen hat Tanja in diesem Augenblick keinen Wert mehr gehabt. Und sie haben die Frau mitgenommen und Alex beim Alexanderplatz in Berlin für die 750 Euro an einen deutschen Bordellbesitzer weiterverkauft. Und der deutsche Bordellbesitzer hat in einem Interview gesagt, als er die Tanja das erste Mal gesehen habe, dass sie wirklich erschrocken, weil die Frau habe ganz grässlich ausgesehen. Es müssen Tiere gewesen sein, die über die Frau hergefallen sind. 750 Euro für einen gebrochenen Menschen. Der Menschenhandel ist weltweit gewinnbringender und risikoärmer als der Drogen- und Waffenhandel. Oftmals braucht er auch genau die gleichen Kanäle. Oftmals sind sie auch irgendwie neu miteinander verwoben, die kriminellen Industrien. Tatsache ist aber, dass eine Institution in den USA festgestellt hat, dass der Menschenhandel die schnellst wachsende kriminelle Industrie ist weltweit. Und höchstwahrscheinlich hängt das auch mit dem zusammen, weil er eben gewinnbringender ist und risikoärmer, gewinnbringender. Ihr könnt eine Frau von einem Bordell ins andere weiterverkaufen und ihr bekommt jedes Mal Geld dafür. Und in der Zwischenzeit tut die Frau auch anschaffen, indem sie freier bedient. Es ist also ein zweiseitiges Geschäft, der Verkauf der Frau und die Arbeit, die sie macht für euch. Risikoärmer. Ich erzähle euch ein kleines Geschichte, nur ein ganz kleines, ihr dürft es aber niemandem weiterverzählen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben Hanf angebaut bei uns auf dem Balkon. Wir rauchen nichts, das ist absolut kein Problem, aber uns hat jemand gesagt, das nützt gegen Mucke. Und das haben wir einfach mal versuchen. Und Hanfpflanzen, die wachsen unglaublich buschig. Das sind grosse, schöne Pflanzen mit einem sehr intensiven Duft. Und jedes Mal, wenn der Polizeiwagen bei uns unten durchgefahren ist, habe ich wirklich geschwitzt, weil ich gewusst habe, wenn die Hanfstuden sehen bei uns auf dem Balkon, dann müssen sie anhalten, die Pflanzen konfiszieren und wir sind automatisch in den Müllen der Justiz. Wenn ich meine Frau daheim vergewaltige, wenn ich meine Frau daheim abschlage und es hat niemand eine Ahnung davon, dann kann ich das tun, solange mir das beliebt. Das ist für mich mit absolut keinem Risiko verbunden. Der Menschenhandel ist weltweit gewinnbringender und risikoärmer als der Drogen- und Waffenhandel. Freiwillige Prostitution? Fragezeichen. Das war ganz interessant. Heute Morgen hatte ich einen ähnlichen Vortrag in einer Konfklasse in der Ostschweiz aussen. Und vor ungefähr 3 Tagen habe ich einen Zeitungsartikel gelesen von der Süddeutschen Zeitung, wo Sexarbeiterin interviewt worden ist. Eine Sexarbeiterin, die gesagt hat, ich mache meinen Job gerne. Ich mache das freiwillig. Und wenn man diesen Text schnell auseinandergenommen hat, in die einzelnen Segmente zerlegt hat, dann hat man am Schluss irgendwann müssen sagen, wenn die Aussage wahr ist, dann kann man das Interview so nicht geben. Weil sie hat so viele Sachen negativ betrachtet in ihrem Beruf, auch von den Freier her, dass es nichts Freiwilliges kann sein in diesem Text. Und das ist auch etwas, was wir als christliche Ostmission feststellen. Wir wissen nicht, ob es eine freiwillige Prostitution gibt. Was wir wissen ist, dass die Vernetzungen, die wir haben, mit anderen Institutionen, die im Rotlichtmilieu arbeiten, mit den Vernetzungen, die wir haben, zurück in die Projektländer der christlichen Ostmission, wo die Frauen und Mädchen rekrutiert werden, dass wir dort keine einzige Frau kennen, die sagt, ich habe das gern gemacht, ich habe das freiwillig gemacht, und es ist ein toller Beruf. Wir kennen keine einzige.
Und ich möchte betonen, wir reden hier von mehreren hundert Frauen. Freiwillige Prostitution, Fragezeichen. Um das ein bisschen zu verdeutlichen, habe ich ebenfalls ein Interview eingebaut von einer Frau, die im Bordell arbeitet. Auch wenn er hier genannt wird, gestern im Laufhaus. Laufhaus wird in Teilen von Österreich und im norddeutschen Raum eben ein Bordell genannt. Und dort sagt eine Frau, die dort drinnen arbeitet, dass sie aus dem Grund arbeiten geht, weil sie sich unter anderem nach menschlichen Berührungen sehnt, die sie in der Kindheit nicht bekam. Diese Berührungen sind zwar entwürdigend, aber ich werde wenigstens angefasst und nehme mich dann wahr. Wenn wir von Zwang reden, von Zwangsprostitution, muss das nicht zwingend heissen, dass eine Frau in die Prostitution geprügelt wird. Wir haben vor kurzem von unserer Projektleiterin gehört, dass Menschenhändler sehr perfid unterwegs sind und auch sehr subtil arbeiten können mit den Frauen, die sie anwerben. Heutzutage ist es oft so, dass eine Frau angeworben wird auf mannigfaltige Art und Weise und nachher das Gefühl bekommt, eigentlich ist das eine freiwillige Entscheidung. Aber das ist sie nicht, weil sie keine grossen Möglichkeiten hat zum Wählen. Der Hintergrund ist Armut, der Hintergrund ist Perspektivenlosigkeit. Und da kommt jemand und verspricht ihr einen guten Beruf. Und können sagen, du darfst ja mal Nein sagen, wenn es dir nicht passt. Freiwillige Prostitution, ich möchte das noch einmal betonen, wir kennen die nicht. Und auch hier noch einmal ein Beispiel, um die sonderbare Mechanik, was Zwangsprostitution betrifft, können zu dokumentieren. Paula Kinski ist eine Tochter von Klaus Kinski. Klaus Kinski war ein berühmter deutscher Schauspieler, vor ungefähr 3 Jahren, glaube ich, verstorben. Und er hat seine Töchter regelmässig sexuell missbraucht. Er war eine sehr egozentrische Persönlichkeit. Paula Kinski hat eine Biografie geschrieben, wo sie ihre Kindheit zusammengefasst hat. Und die Biografie ist von einer Journalistin gelesen worden, die den kurzen Zusammenschluss, die Zusammenfassung zeigt. Paula Kinski in ihrem Verlorensein folgen zu müssen, in diese Spirale, die immer weiter abwärts geht, die zum inoperablen Magengeschwür führt und dazu, dass sie sich selbst abhanden kommt, so sehr, dass sie in einer Disco gegen Geld knapp bekleidet tanzt, weil sie nur dann Macht verspürt, wenn Männer sie begehren, ist schwere Kost. Und die Demontage des Genie genannten Klaus Kinski total. Tatsächlich funktioniert das sehr oft im Rotlichtmilieu genau so. Im Anschluss an eine derige Veranstaltung ist eine junge Frau auf mich zugekommen und hat gesagt, sie sei missbraucht worden als Kind von einem Familienmitglied. Und sie hat durch das gelernt, dass ihr Körper, ihre Sexualität nicht ihr gehöre. Und die einzige Möglichkeit, wieder eine gewisse Selbstbestimmung zu bekommen über ihren Körper, ist sie der Meinung gewesen, sie ging auf den Strich arbeiten. Sie hat aber rechtzeitig ihren zukünftigen Ehemann lernen können. Und er hat mit viel Fingerspitzengefühl sehr sensibel können auf die Frau eingehen und natürlich mit der nötigen Liebe. Und heute sind sie glücklich geheiratet, sind Eltern von 3 ganz entzückenden Kindern. Einfach eine richtige Vorzeigefamilie. Die Mechanik funktioniert aber tatsächlich sehr, sehr oft so. Ein Missbrauch, das Gefühl und das Lernen zu bekommen, ich darf nicht über meinen eigenen Körper entscheiden und die Möglichkeit in der Prostitution, um auch jemandem zu sagen, nein, das mache ich nicht. Letztendlich geht es eigentlich auch um die Frage, die sich uns allen stellt, gibt es unterschiedlich wertvolle Menschen? Was ist der Wert von einem Menschen? Und da möchte ich euch ein bisschen herausfordern, das möchte ich gerne wissen von euch. Der Materialwert des Menschen. Aufgesplittet auf die einzelnen chemischen Elemente, also nicht irgendwie aufgemacht und Herz verkauft und Nieren verkauft und Lungen verkauft und Leber verkauft, sondern einfach aufgesplittet auf die einzelnen chemischen Elemente. Was denkt ihr, was hat der Mensch für einen Wert? Es gibt keine Noten und ihr müsst auch nicht nachsitzen, wenn ihr eine falsche Antwort gibt. Eine mutige Schätzung. Gibt es jemanden, der mehr als 1'000 Franken bietet? In diesem Fall bietet er alle weniger als 1'000 Franken, ist das richtig? Gibt es jemanden, der mehr als 500 Franken bietet? Jemand, der mehr als 500 bietet, ist das richtig?
Ja, schon. Nur mutig sein, oder? Jemand, der weniger, also in dem von den Resten alles mit weniger. Wir machen einen ganz grossen Sprung. Gibt es jemanden, der unter 100 Franken bietet? Ah, doch ein paar. Ja, ihr wisst es ja, warum sagt ihr das nie? 14 Franken, nein, Entschuldigung, 14 Euro. 14 Euro. Der Wert, der Materialwert vom Mensch. Ich habe die gleiche Frage heute gestellt, der Konfklasse, und die, das kann nicht sein. Und als ich dann gesagt habe, der menschliche Körper besteht aus unglaublich viel Wasser, hat das Ganze eine gewisse Logik bekommen. Es ist ja so, wir bestehen aus unglaublich viel Wasser. Wasser ist in der Schweiz innen sehr günstig. Und dann haben wir noch ein paar Mineralien. Ich weiss, dass wir Kalzium drin haben und Magnesium, und den Rest habe ich vergessen. Aber wenn euch das interessiert, dürft ihr das sehr, sehr gerne mal nachgoogeln. Das ist der menschliche Wert, der Materialwert. Und wir alle denken hier, wir wissen, dass ein Mensch mehr ausmacht als einfach die Aufsplittung auf die einzelnen chemischen Elemente. Der Wert des Menschen ist immens, unbezahlbar. Es gibt keine unterschiedlich wertvollen Menschen. Darf es nicht geben. Und trotzdem werden Frauen eingekauft, weiterverkauft und müssen sich zwangsprostituieren. Auch in der Schweiz. Ihr seht das anhand dieser Zeitungsausschnitte. Auf der linken Seite ist ein Beispiel aus der Stadt Bern. Dort sind Frauen eingekauft worden aus dem südamerikanischen Raum für 200 Dollar Stück. Und sie mussten in der Schweiz 18 Stunden in diesem Bordell arbeiten. 18 Stunden. Wenn sie das nicht geschafft haben, dann hat man Schlafentzug gemacht, sie haben nichts zu essen bekommen, man hat sie geschlagen, was auch immer, einfach damit sie wieder fähig sind, können sich zu prostituieren. Vor ungefähr 3 Jahren habe ich in einer deutschen Wochenzeitschrift ein ganz absurdes Beispiel gelesen, um Frauen in der Zwangsprostitution zu behalten. Die Frauen haben in Frankreich in einem Bordell gearbeitet. In Spanien hat man ihre Kinder gehabt. Und immer wenn eine Frau gesagt hat, jetzt will ich nicht mehr, jetzt mahne ich nicht mehr, oder das Gefühl gehabt, jetzt hat sie genug Geld verdient, dann hat man in Spanien ihr Kind ans Telefon gereicht und es gequält. Man kann Zigaretten ausdrücken von einem Kind, man kann einen Finger abschnippen, man kann es schüss schlagen. All das wird gemacht. Und die Frau hört das am Telefon. Und ist nachher wiederum bereit, sich zu prostituieren für die nächsten Wochen, vielleicht sogar für die nächsten Monate. Ihr könnt heute nicht sagen, ob eine Frau freiwillig in einer Prostitution ist, weil ihr nicht hinter die Kulissen schauen könnt. Wir kennen keine freiwillige Prostitution. Und ihr seht auch, warum es Prostitution gibt. Die Zahlen belegen allein den Umsatz hier in der Schweiz 3,2 Milliarden Franken. Unglaublich viel Geld. Das sind 3200 Millionen Franken. Jedes Jahr wieder neu. Und da haben wir Sexshop und Pornindustrie noch gar nicht eingeschlossen. Es geht hier wirklich nur um das Sexgewerbe in der Prostitution. Wir gehen jetzt mit ein paar Zahlen in die Zahlen und Fakten, die ich euch aufzeigen muss. Einfach allein aus dem Grund, damit ihr spürt und merkt, dass von dem, was wir reden, das ist riesengroß. Zahlen von der Schweiz, das sind ein bisschen ältere, vom Bundesamt für Justiz, 2200 bis 3700 Opfer. Die Internationale Organisation für Migration, IOM, schätzt sogar bis 9200 Opfer. Und das ist ein Symptom in allen Zahlen, die wir jetzt durchgehen. Es ist eine grosse Spannweite drin, weil nie eine zentrale Sammelstelle ist, wo eben die Statistiken zusammengetragen werden. Aber ihr werdet sehen, dass jede Zahl sehr, sehr gross ist. Man kann also nicht irgendwie von einem Randphänomen reden. 1% von diesen Fällen, die man entdeckt, die werden angezeigt. Und in diesen Anzeigen entstehen 2 bis 11 Verurteilungen. Und das Wort Verurteilungen stört mich in diesem Zusammenhang sehr stark. Man darf nicht vergessen, eine Frau, die ein derartiges Trauma erlitten hat, in der Zwangsprostitution, auch in der Prostitution, notabene, die wird ihr Leben lang mit dem müssen lernen umgehen. Das müssen können verschaffen. Ein Bordellbesitzer oder ein Menschenhändler ist vielleicht 2 Jahre im Gefängnis, kommt dann wieder raus und fährt am gleichen Ort wieder an, wo er war. Silvia Steiner war eine Zürcher Rechtsanwältin, eine Staatsanwältin, die sehr rigoros gegen Menschenhändler vorgegangen ist. Und sie hat in einem Interview einmal gesagt, das hat sie enorm brüskiert, dass die Menschenhändler absolut kein Schuldgefühl haben
Für sie war es normal, Frauen auszubieten, Frauen in Zwangsprostitution einzutun. Und dass, wenn man sie verwünscht hat, ins Gefängnis gesteckt hat, dass dann, wenn sie rausgekommen sind, genau am gleichen Ort wieder weitergefahren sind und wiederum Frauen missbraucht und ausgebeutet haben. Die neueren Zahlen vom Bundesamt für Polizeiwesen, die sehen im Jahr 2011 222 Falldossiers. Man tut, wenn man ein Portell eine Razzia macht, hat man ja meistens mehrere Fälle von Menschenhandel, die tut man dann in ein Falldossier zusammenführen. Und ein Anstieg ein Jahr später von 41%. Und wir als christliche Ostmission engagieren uns in der Zwangsprostitution aus dem Grund heraus, weil Sklaverei gibt es in vielen Segmenten. Wir reden hier von Kindersoldaten, von Adoptionshandel, von Heiratshandel, Organhandel, Arbeitssklaven, all das gehört in die Sklaverei rein. Aber der grösste Anteil von Sklaverei ist der zum Zweck der sexuellen Ausbeutung. Also abschieben ins Rotlichtmilieu als Prostituierte. Loverboys ist wiederum etwas, das neu aufgetaucht ist vor ein paar Jahren. Das Loverboy-Syndrom hatte den Ursprung in England, ist dann übergekommen auf Holland, Deutschland. Wir haben hier noch keine mediale Verarbeitung von einem Fall in der Schweiz, aber wir sind fest der Meinung, dass auch das hier in der Schweiz passiert. Loverboys sind junge Männer, die sich ganz gezielt auf die Suche machen nach Mädchen hier in der Schweiz, die mit dem Selbstwertgefühl ganz grässlich Mühe haben, sich selber nicht als hübsch anschauen, vielleicht sogar Probleme haben daheim. Ich meine, wer hat das nicht mit 16, mit seinen Eltern? Weil die Eltern sind in diesem Alter einfach wirklich komisch. Und genau auf derige Frauen konzentrieren sich die jungen Männer. Konzentrieren. Sie sind überhäufen mit Geschenken, geben vor, dass sie unglaublich verliebt sind in die junge Frau. Und sobald die Liebe stattfindet, sobald die erwidert wird, schnappt die Falle zu. Und dann kommt die erste Anfrage: Lass, ich habe ein Geldproblem. Könntest du nicht mal mit einem Freund schlafen? Oder vielleicht mit einem anderen Mann schlafen? Und sobald wir die Schulden zurückgezahlt haben, kann ich dann nachher wiederum, können wir dann wieder ganz normal zusammenleben. Und wenn ein Mädchen Ja sagt zu einer derartigen Situation, dann gibt es enorme Möglichkeiten, die junge Frau in der Prostitution zu behalten. Man kann Filme drehen, man kann den Eltern erzählen, was sie macht, man kann die Filme auch ins Internet stellen. Es gibt enorm viele Druckmöglichkeiten, die Frau in der Prostitution zu behalten. Warum haben wir Zwangsprostitution in der Schweiz? Ich möchte erwähnen, noch einmal, die 3,2 Milliarden Franken Umsatz. Man verdient in der Prostitution enorm viel Geld, aber es sind nie die Frauen, die das Geld verdienen. Es gibt eine grosse globale Vernetzung. Ihr könnt heute ein Smartphone führen. Ihr könnt in Moldawien 3 Frauen bestellen. Die haben 3-4 Tage später hier in der Schweiz und können sie weiterverkaufen in Portell. Und wir haben eine sehr hohe Nachfrage nach Sexdienstleistungen hier in der Schweiz. Wir unterscheiden zwischen Pull- und Push-Faktoren. Faktoren, die die Frauen aus ihrem Heimatland rausziehen, in die neuen Länder reichen, die eben attraktiv sind für die Frauen, und Push-Faktoren, die Frauen aus dem Heimatland vertreiben. Wir haben hier in der Schweiz eine sehr grosse Nachfrage nach billigen und ungelernten Arbeitskräften. Und wir brauchen exotische Frauen im Sexgewerbe. Es müssen Frauen sein, irgendwo aus Südamerika, aus Afrika, aus Asien. Ganz stark nachgefragt sind die Frauen aus der ehemaligen Sowjetunion. Das Bärbeli aus dem Emmental könnt ihr heute nicht verkaufen. Es müssen exotische Frauen sein. Und wir haben einen ganz grossen Pull-Faktor in der Pornografie. Und das ist ein Segment, das wir ganz am Schluss noch kurz streifen werden. Pornografie ist ein unglaublicher Förderfaktor für Zwangsprostitution und Menschenhandel. Die Push-Faktoren, wie schon erwähnt, eine grosse Armut, daraus eine grosse Arbeitslosigkeit, eine Perspektivenlosigkeit in diesen Ländern. Ihr habt keine Hoffnung, dass sich an eurem Leben einmal etwas positiv wird verändern. Eine sehr schlechte Schulbildung und eine geschlechtliche Diskriminierung. Oftmals ist es so, dass eine Frau nicht den gleichen Stellenwert hat wie ein Mann. Schlepperrouten laufen immer noch über den Balkan. Ihr seht das in dem Kreischen, das man vorgehoben hat. Wir waren nicht ganz sicher, ob sich die verschieben mit der EU-Osterweiterung von Rumänien, Ungarn und Bulgarien. Aber das Bundesamt für Polizeiwesen sagt uns immer noch,
dort in diesem Kreis sind die sogenannten Breaking Houses, wo die Frauen gebrochen werden und zugerichtet werden für den Beruf Prostitution. Und eine der Hauptgesetze im Menschenhandel ist, es wird immer gehandelt von armen Ländern zu reichen Ländern, nie umgedreht. Die Nachfrage und die Gesetzesbestimmungen in diesen Ländern die Schlepperrouten aufzeigen und natürlich auch das Zielland. Wir sind ein Zielland hier in der Schweiz, weil wir eine sehr lasche Gesetzgebung haben, was Menschenhandel betrifft, und weil man viel Geld verdienen kann, hier bei uns in der reichen Schweiz. Die EU hat noch einmal grössere Zahlen, die möchte ich nicht näher kommentieren. Vielleicht noch einmal hier. Die sexuelle Ausbeutung ist die grösste Ausbeutung in der Sklaverei. Ihr seht aber auch ein Händlerminus und ein Verurteilungsminus von 17% bzw. 13%. Warum ist das so? Ich kann mir gut vorstellen, dass es Menschenhändler immer besser verstehen, sich hinter der legalen Prostitution zu verstecken. Dass es schwieriger wird, für die Verfolgungsbehörden wie die Polizei aufzuzeigen, da ist wirklich ein Zwang dahinter. Und darum resultieren dort daraus ein Minus an Händler und ein Minus von den Verurteilungen von 17% bzw. 13%. Aber ihr seht hier anhand von diesen Zahlen, über das, was wir heute Abend reden, das ist immens, das ist riesig. 880'000 Frauen jetzt hier in der EU in der Zwangsprostitution gefangen. Ich nehme an, das könnte ungefähr die ganze Stadt Zürich sein mit ein paar umliegenden Gemeinden. Und der Hunger nach Sexdienstleistungen, nach immer jüngerem und immer frischerem Fleisch, ist enorm gross. Der Hunger wird gestillt von Mädchen und Frauen aus Osteuropa. Jährlich kommen dort neu 120'000 bis 200'000 Frauen neu nach Westeuropa, um sich müssen zu prostituieren. Aber auch hier seht ihr, warum der Ertrag, und das möchte ich betonen, dass hier geht es um einen Ertrag, nicht um einen Umsatz in der Prostitution, beläuft sich in Europa auf 25 Milliarden Euro. Jedes Jahr. Das sind unglaubliche Zahlen, die da zusammengetragen werden. Die Zahlen international sind noch einmal viel grösser. Man schätzt, dass ungefähr 2,5 Millionen Menschen jedes Jahr neu in Menschenhandel eingeraten. Und Institutionen sagen, dass wir in diesem Augenblick rund 27 Millionen in der Sklaverei gefangen haben. Andere Institutionen gehen sogar so weit und reden von 45 Millionen Menschen, die in diesem Augenblick in der Sklaverei gehalten werden. Es gibt, und das mag ich vielleicht erstaunen, in der gesamten Geschichte der Menschheit nie in einer Epoche, wo so reich Sklaverei tätigt worden ist, wie heute, in der heutigen aufgeklärten Zeit, wo wir über Google und Wikipedia alle Informationen bekommen und in den Smartphone können weiterteilen können. Nicht zu Zeiten, wo die Amerikaner oder die Engländer Schwarze eingekauft haben und auf Plantagen müssen arbeiten. Nicht zu Zeiten, wo Christen noch in den Arenen der Römer verfolgt und umgebracht worden sind, sondern heute, in der heutigen Zeit, in der aufgeklärten Welt. Das sind Fotos aus unserem Projekt. Ich möchte betonen, die zwei Strübsten musste ich aufgrund von einer Reklamation rausnehmen. Es ist eine Frau auf mich zugekommen, die gesagt hat, sie habe tagelang nicht mehr schlafen können, als sie die Bilder gesehen hat. Und darum habe ich jetzt da zwei drin innen in einer leicht abgeschwächten Form. Aber das sind Bilder, die geschossen worden sind aus unserem Projekt im asiatischen Raum zwischen Indien und Nepal. Und die dokumentieren, was eine Frau für einen Wert hat in der Prostitution. Nämlich keine. Sie wird gebraucht, sie wird weitergereicht und wenn sie nicht mehr funktioniert, wird sie entsorget. Ihr seht ja, dass 80% der zurückkehrenden Mädchen, die man befreien kann, HIV-positiv sind. Die durchschnittliche Lebenserwartung, das möchte ich betonen, im asiatischen Raum, ist ungefähr 24 Jahre. Die leben das Leben, das der Name Leben gar nicht verdient. Und auch das ist sehr kurz, eben nämlich etwa 24 Jahre. Das hängt mit dem zusammen, dass sich viele Mädchen umbringen, dass sie drogenabhängig werden, damit sie die Diskrepanz zwischen realem Leben und dem Leben, wo sie sich vorträumen oder erträumen, nicht mehr aushalten. Dann werden Prostituierte einfach umgebracht, wenn sie nicht mehr das bringen, was nötig wäre. Das sind die Gründe, warum die Lebenserwartung nur 24 Jahre dauert. Ich möchte euch gerne mitnehmen in das, was wir als christliche Ostmission tun.
Wir sind aufgeleistet auf zwei Schienen. Die erste Schiene, das ist die, die wir in den Projektländern anbieten. Wir machen präventiv Menschen darauf aufmerksam machen, dass es Menschenhandel gibt, dass es Zwangsprostitution gibt. Wir befreien auch in Portell innen. Und wenn die Befreiung stattgefunden hat, kann man sich nicht irgendwie zurücklehnen, auf die Schultern klopfen und sagen, super gemacht und jetzt schau, dass du dein Leben wieder in die Reihe bringst. Sondern man muss die Frauen langanhaltend betreuen. Sie brauchen psychologische, medizinische, seelsorgerliche Hilfe und das meistens über Jahre hinweg. Hier in der Schweiz beschränken wir uns aufs Informieren, aufs Sensibilisieren. Dass wir Informationen weitertragen können, dass wir uns vernetzen mit anderen Institutionen, mit anderen Menschen, die die gleichen Anliegen im Herzen tragen. Und wir gewinnen Menschen, die aufstehen, sich gegen das grosse Unrecht einsetzen können. Und ich hoffe, dass wir auch heute Abend wiederum mit zwei, drei ganz vertieft in die Gespräche kommen und wir wieder neue Menschen gewonnen haben, sich zu engagieren in diesem Unrecht. Aber wie sieht das aus, wenn wir präventiv tätig sind? Ich würde euch gerne mitnehmen in die Geschichte von Lilia. Sie kommt aus Moldawien. Sie ist gross geworden bei einer alleinerziehenden Mutter. Das ist oft nicht das Problem der Mütter, sondern der Väter, die sich eine Sexualpartnerschaft aussuchen in Moldawien. Und sobald sich Verantwortung abzeichnet in Form von einer Schwangerschaft, lösen die werdende Mutter allein und ziehen dann nachher in ein Haus weiter. Und die Verzweiflung der Mutter, der Lilia, war unglaublich gross. Keine Arbeit gefunden, noch ein hungriges Maul stopfen. So gross, dass die Mutter die Lilia, wo sie ungefähr 6 Jahre alt war, vorgenommen hat zum Dorfbrunnen. Das, was ihr hier seht, ist so ein Dorfbrunnen, ein Ziehbrunnen. Der hat in keinem Häusli in den moldawischen ländlichen Gebieten eine Wasserhanne, wo ihr Wasser rauslagen könnt. Geschwiegen warm, geschwiegen dann Kaltwasser. Und sie lüpft ihre Tochter in den Brunnen rein, weil sie sie ertränken will. Geht ungefähr 6 Meter runter, bis man auf das Wasser aufschlägt. Und Lilia lässt nicht gehen. Sie hat sich mit der ganzen Kraft an dem Brunnenrand fest. Die Mutter hat in der Verzweiflung mit ihren Hängen auf den Hängen herumgekämmert von der Tochter. Und beide haben geschrauen, die Mutter aus lauter Verzweiflung und die Lilia, weil sie Angst hatte. Ein Nachbar kommt, springt hin, zieht das Mädchen wieder raus und verjagt die Mutter. Und ab diesem Zeitpunkt verlieren sich die Spuren der Mutter. Wir wissen nicht, ob sie noch am Leben ist, ob sie vielleicht eine neue Familie gegründet hat. Das alles ist uns unbekannt. Was wir wissen ist, dass Lilia 3 Jahre lang entzogen worden ist von der Grossmutter im gleichen Dorf und nachher in ein Kinderheim gekommen ist. Und in diesem Kinderheim hat sie nichts gelernt, weil sie gewusst hat, meine Zukunft, ich habe keine Zukunft. Die Mutter hat mich umbringen, der Grossmutter geht es besser, wenn ich nicht bei ihr bin. Was bringt mir Zukunft? Sie hat sich fest vorgenommen, mit 16, wenn sie das Kinderheim wird müssen verlassen, sich umzubringen. Und wir haben sie rechtzeitig entdeckt. Wir konnten Lilia nachher in eine Pflegefamilie platzieren. Wir sind ganz stark auf der Suche nach Pflegefamilien in Moldawien, die sich einsetzen für verwahrloste Kinder. Und Lilia hat uns später wissen, dass sie der allererste Zeitpunkt war in ihrem Leben. Und sie war 16, wo sie gespürt hat, dass sie für andere Menschen einen Wert hat. Dass sie geliebt wird, dass sie angenommen ist. Sie musste eine Haufen Sachen lernen in dieser Familie. Sie hatte ja keine Ahnung gehabt, was Familie ist. Dass sie zum Beispiel gewisse Rechte hat in einer Familie, aber auch Pflichten muss erfüllen. Eine von diesen Pflichten war, dass in dieser Familie noch nie jemand durch ein Examen gerasselt ist. Lilia war eine unglaublich schlechte Schülerin, hat nie Hausaufgaben gemacht. Die 10. Klasse hat sie noch als Hebklapp schleifen und die 11. Klasse hat sie, nachdem die Pflegeeltern mit ihr trainiert haben und gelehrt haben, als Klasse Beste abgeschlossen. Und mit diesem Effort hat sie sich selber Türen aufgemacht, um in Chisinau, der Hauptstadt von Moldawien, noch eine Pädagogik zu studieren, ebenfalls mit Bravour abzuschließen und heute einfach eine geniale Lehrerin zu sein, irgendwo im Norden von Moldawien. Befreiung. Ich möchte betonen, dass wir wieder im asiatischen Raum sind. Das ist ein Bild aus Kathmandu, der Hauptstadt von Nepal. Das sind alles Frauen, die in der Zwangsprostitution waren. Nepal liefert jedes Jahr zwischen 12'000 bis 14'000 Frauen neu nach Indien, meistens Mumbai oder Delhi, in die Bordelle. Und was mich bei ihnen beeindruckt hat, war der Mut, den sie haben, der Kampf, den sie angehen.
Sie haben die Traumabewältigung hinter sich gebracht und haben jetzt ein Jahr sich einzusetzen, an der Grenze zwischen Nepal und Indien Beobachtungen zu machen von Reisegruppen. Sie machen die sehr gut, weil sie wissen, was auf die Mädchen warten kann. Und sobald ein Mann oder eine Frau mit drei, vier Mädchen unterwegs ist, gehen sie mit einer speziellen Interviewtechnik auf die Frauen zu und schauen, ob die den gleichen Wissensstand haben oder ob eventuell der Mann weiss, wann es geht und die Mädchen eben nicht. Und wenn das der Fall ist, dann wird dann die Grenzpolizei eingeschaltet. Frauen mit einem unglaublichen Herz zu helfen. Betreuung, da möchte ich betonen, schon von der Zeit her, ihr findet den Fall von der Mascha hier in diesem Heftchen. Das ist das Dossier Frauen- und Kinderhandel. Das liegt draussen auf dem Büchertisch auf. Das dürfen ihr sehr, sehr gerne mitnehmen. Ihr solltet genug haben. Und wenn es zu wenig hat, dann könnt ihr so gerne eintragen. Dann schicken wir euch das per Post zuschicken. Ich werde jetzt über die Mascha nicht allzu viel weiterverzählen, weil wir haben auch noch ein reiches Programm im Nachgang. Hier in der Schweiz arbeiten wir genau mit dem Segment, wie wir es heute Abend haben. Wir informieren, wir vernetzen, wir gewinnen. Das ist das, wo wir uns konzentrieren hier in der Schweiz. Und jetzt kommt die grosse Frage, was kann ich tun? Ein Fundament an Wissen aneignen, das ist ganz wichtig. Und das Fundament auch weiterhin ausbauen. Einen ersten Stock drauf tun, einen zweiten, einen dritten, einen vierten. Die Not von Betroffenen weitergeben. Leserbriefe schreiben kann eine ganz gute Möglichkeit sein für jemanden, der schriftstellerisch begabt ist. Politik auf die Themenbereiche darauf aufmerksam machen, in Diskussionen die Situation der Betroffenen aufzeigen. Ich habe bis vor ungefähr 10 Jahren noch in einer Bauunternehmung in Bern gearbeitet, als Kranführer. Und dort haben wir eine unglaublich grosse Baustelle gehabt, mit viel Mauerwerk. Und der Polier hatte die glorreiche Idee gehabt, wir nehmen alle Lehrlinge zusammen, dann lernen die mal ausgiebig Steine biegen. Und wir haben am Mittagstisch immer so über Gott und die Welt diskutiert. Und irgendwann sagt einer von meinen Lehrlingen, ein guter Kollege von ihm sei Bordellbesitzer. Und für meine Stiften war das der absolute Traumberuf. Du kannst teure Auto fahren, weil du viel Geld verdienst. Du kannst mit vielen Frauen schlafen, musst nicht mehr körperlich arbeiten. Oder einfach anders körperlich arbeiten. Der absolute Traumberuf. Und erst ab dem Zeitpunkt, wo ich eingewendet habe, sie sich schon mal überlegt haben, was das für eine Frau bedeutet, mit 20, 30, vielleicht sogar 40 Männern Geschlechtsverkehr zu haben. Und zwar mit Männern, die an der Frau selber absolut kein Interesse haben, sondern nur an den Körperöffnungen und an den Rundungen und an der Erfüllung von ihren eigenen sexuellen Bedürfnissen. Und dass es Männer sind, die nicht aussehen wie der Brad Pitt oder der George Clooney oder für die Jüngeren unter euch vielleicht wie der Justin Bieber, sondern dass es Männer sind, die ähnlicher sind wie ich, mit Bauchansatz und vielleicht noch Schmöcken unter den Armen. Erst ab diesem Zeitpunkt ist eine konstruktive Diskussion möglich geworden. Und das wünsche ich mir für den heutigen Abend, dass ihr mit Informationen heimgeht und diesen Frauen eine Stimme gibt. Ganz wichtig, die Mithilfe beim Aufbau des nationalen Gebetsnetzes. Wenn ihr euch weit einbinden in das Projekt, dann habt ihr die Möglichkeit, euch einzutragen, ebenfalls wiederum für den Gebetsbrief zu bestellen. Der wird dann alle 2 Monate per E-Mail oder per Post geschickt und Männer ins Boot holen. Der unterste Punkt ist mir einer der wichtigsten. Wir sind die Nachfrage schaffen. Ohne uns gäbe es die sexuellen Dienstleistungen nicht, weil wir fragen das nach. Und wenn wir Männer gewinnen können, sich aufzurichten, aufzustehen gegen das Unrecht, dann haben wir einen wichtigen Schritt können tun. Und solange es Männer gibt, die sehr ähnlich argumentieren wie dieser Mann hier, es war in einer Reportage um Pro-Kontra-Prostitution. Er schreibt dazu, jeder Markt lebt von Angebot und Nachfrage. Letztere abzudrehen ist die einzige wirksame Maßnahme gegen die kriminelle Ausbeutung dieser Frauen. Als Mann bin ich mir ohnehin viel zu schade, um mit Prostitution überhaupt etwas zu tun zu haben und finde es bedenklich, dass sich unsere Justiz und Politik damit befassen müssen. Solange wir Männer haben, wo derige Statements abgeben, solange können wir Hoffnung haben, dass unser Kampf aufgeht. Ganz kurz noch der Zusammenhang vom Frauen-Kinderhandel über zu der Pornografie, respektive wieder zurück. Ein kleines Statement, habe ich ein Ja zu Pornografie, kann ich kein Nein haben,
zu Prostitution, habe ich ein Ja zu Prostitution, dann kann ich kein Nein haben zu Sklaverei. Und habe ich ein Ja zu Sklaverei, kann ich kein Nein haben zu unterschiedlich wertvollen Menschen. Ein Ja zu Pornografie, Prostitution und Sklaverei bedeutet, dass ich Menschen unterschiedlich wertvoll betrachte. Das ist die letzte Folie, die ich heute noch zeigen möchte. Es ist eine Folie von einem Interview, das eine Frau gegeben hat, die in der Pornoindustrie gearbeitet hat. Sie ist vom Freund sitzen gelassen worden, mit einem Kind. Grosse Geldprobleme gehabt und eine Kollegin sagt ihr, komm, wir drehen Pornos. Absolut genialer Beruf, wir verdienen schön Geld, werden berühmt und es macht erst noch Spass. Und sie war 2,5 Jahre dort drin, hatte eine unglaublich schwierige Phase erlebt, um dort wiederum herauszukommen. Und was sie dort drin erlebt, ganz kurz zusammengefasst: Die Darsteller können mit einem machen, was sie wollen. Und die Produzenten genauso. Man bespricht zwar vorher, was man macht, aber im Vertrag steht, dass man sich allem zur Verfügung stellt, was der Produzent verlangt. Und so sehen die Verträge alle aus. Im Moment des Unterschreibens gibt man das Menschsein ab. Man ist einfach nur noch ein Stück, ein Loch oder drei Löcher, je nachdem, was für sexuelle Spielarten das man bevorzugt. Mir ist das eine unglaublich traurige Herausforderung für uns Männer. Ich bin leidenschaftlicher Ehemann. Ich liebe meine Frau von Herzen. Ich bin leidenschaftlicher und begeisternder Vater. Ich freue mich, wie sich unsere Söhne entwickeln, jetzt noch sogar mit Schwiegertochter, wie sie ihr Leben, ihre gemeinsame Zukunft bauen. Und ich geniere mich, zu sagen, dass ich eine Frau so sehen möchte. Reduziert auf ihre Körperöffnungen, reduziert auf ihre Körperrundungen. Und ich möchte euch Frauen hier aufrufen, durch Pornografie nehmen wir derige Bilder mit. Die wird uns so vermittelt, dass ein Nein nicht mehr ein Nein ist, sondern eben ein Ja. Aber man muss dieser Frau zuerst zeigen, dass sie eben ein Ja meint. Das sind Bilder, die uns komplett umpolen im Denken. Wehret euch dagegen. Das Beispiel muss ich noch ganz kurz anfügen. Vor etwa einem Jahr ist ein Fall dokumentiert worden in England. Ein reicher Geschäftsmann, der auf einer Party war, 2 Mädchen mit heimgenommen hat, beide schon ein bisschen leicht angesäuselt. Mit der einen hatte er Sex im Schlafzimmer und die andere ist draussen auf dem Gusch gelegen, im Wohnraum. Und da ist angeklagt worden, weil er die Frau im Wohnraum vergewaltigt hat. Und er ist verhört worden, im Gerichtssaal innen, und er hat dem Richter können sagen, und ich nehme an, dass er nicht einmal rot geworden ist, er hatte wirklich Sex im Schlafzimmer mit dieser jungen Frau. Und dann sei er rausgelaufen und dann sei er so unglücklich gestolpert, dass er so blöd gefallen ist, dass er gerade in das Mädchen eingedrungen ist, das da auf dem Gusch gelegen ist. Das war die Aussage von diesem Mann. Und der Richter hat ihm das geglaubt. Das war noch der Hammer. Der ist nicht verurteilt worden wegen dem. Und ihr seht, Pornografie verändert unglaublich viel. Unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln. Und ich möchte euch wirklich aufrufen, liebe Frauen, wehret euch dagegen. Und ich kann euch auch garantieren, es braucht kein einziger Mann, Pornobilder anzuschauen und sich gleichzeitig dazu zu befriedigen. Mir ist kein einziger medizinischer Fall bekannt, wo irgendjemand krank geworden wäre oder gestorben wäre, weil er das nicht hätte können ausüben. Es ist medizinisch nicht notwendig. Danke euch für eure reiche Geduld und für das interessierte Zuhören und wünsche euch weiterhin einen ganz interessanten Abend. Soudain
sie gut, sie flieht, sie begeht drin, qui va revienne. Puis le silence qui me fait froid dans tout le cœur. Dans ma rue, il y a des ombres qui se promènent. Et je tremble, et j'ai froid, et j'ai peur. Mon père m'a dit un jour, ma fille, tu ne vas pas rester là sans fin. Tu prends rien à cette famille, faudra voir à gagner ton pain. Les hommes de trouve plutôt jolis, tu n'auras qu'à sortir le soir. Il y a bien des femmes qui gagnent leur vie en se baladant sur le trottoir. Dans ma rue, tous les soirs, je me promène. En montant, sanglotant dans la nuit. Quand le vent jette au ciel sa rengaine, tout mon corps est glacé par la pluie. Mais je peux plus, j'attends sans cesse que le bon Dieu vienne. Pour m'inviter à me réchauffer tout près de lui. Dans ma rue, il y a des anges qui m'emmènent. Pour toujours, mon cauchemar est fini. Danke, Flo, am Piano. Ja, ich bin berührt von dem Vortrag. Danke vielmals, Mike. Es ist verrückt, irgendwie so, ich weiß auch nicht, so aufgeklärt, wie wir doch eigentlich sind oder das Gefühl haben und so einen Respekt, den man zu jedem Menschen einzeln hat, aber gleich ist es irgendwie da, auch in dieser aufgeklärte Schweiz irgendwie. Ich habe bei mir jetzt noch 3 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen von der christlichen Ostmission. Marion, was hat dich dazu bewegt, dass du bei dieser Arbeit hier mitschaffst? Da muss ich ein bisschen vorholen. Ich war mit 16 bin ich an einer Frauenkonferenz von der Schleife und da hat es verschiedene Workshops gegeben am Nachmittag. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die geheissen haben. Auf jeden Fall habe ich dort einen ausgewählt. Und in dem Workshop ist es auch darum gegangen, dass ehemalige Prostituierte uns erzählt haben von ihrem Leben. Und ich mag mich vor allem noch an eine Frau erinnern, die ihre Lebensgeschichte erzählt hat, dass sie gehandelt worden ist oder angelockt worden ist unter falschen Versprechungen von Brasilien her, dass sie in der Schweiz eine gute Arbeitsstelle findet. Und sie hat ihn wirklich sehr eindrücklich und sehr offen geschildert, wie das war in der Prostitution, in der Zwangsprostitution. Und das Schlussstatement von ihr war einfach, zum Publikum, zu uns, helfen uns, machen etwas, stehen auf und tun, ja, helfen uns einfach. Da war mit 16 und ich habe dann lange nicht gewusst, was man dagegen machen kann. Und als ich dann von der ehrenamtlichen Arbeit oder der Mithilfe gehört habe, bin ich sehr froh und habe mich dort gemeldet. Ja, wir haben es im Vortrag schon ein bisschen gehört. Es ist so ein bisschen, denke ich, die Klischeefrage. Man sagt viel Prostitution. Ja, eben das wollen die Frauen. Rachel, was sagst du dazu? Macht das wirklich freiwillig? Hast du da noch etwas erlebt, speziell damit? Wenn mich jemand diese Frage stellt, kommt mir eigentlich nur eine Gegenfrage in Sinn. Und zwar, hast du oder hat jemand von euch jemals ein Mädchen gehört sagen, oh Mami, Papi, Götti, Gotti oder Lehrerin, ich will unbedingt, wenn ich mal gross bin, Prostituierte werden? Einfach auf der Straße, wenn es Minustemperaturen sind oder was auch immer, Männer bedienen. Und ja,
ich denke eigentlich an diese Frage. Einige werden das vielleicht freiwillig nennen, wenn Frauen aus Armut raus oder aus einer Not raus dieser Arbeit nachgehen. Ich nenne das eigentlich Verzweiflung und Not. Und die Menschenhändler, die wissen um die Not und die nutzen das aus und locken die Frauen mit falschen Versprechungen in das Geschäft rein, wo sie nachher nicht mehr rauskommen. Und das nenne ich nicht freiwillig. Und auch viele von den Projekten, wie auch der Michael vorher gesagt hat, berichtet, dass sie das nicht gerne gemacht haben. Und ich habe vor einer Zeit eine Reportage gesehen, die könnt ihr sonst auch mal nachschauen, wenn euch das interessiert, auf dem Internet, auf SRF Kultur unter Gesellschaft Religion. Dort ist ein halbstündiger Bericht, wo auch Prostituierte hier auf dem Strich in Luzern im, wie heisst das, Areal? Im Ibach-Areal, wo sie dort interviewen und dort eine ganze junge Frau nicht mal können sagen, wo sie in der Schweiz genau ist. Und das ist definitiv ein Signal, dass sie das nicht freiwillig macht, sonst wüsste sie auch, wo sie ist. Es wird dahinter draussen noch ein Buch auflegen von Thomas Schiermann. Er hat dort verschiedene Zahlen drin, unter anderem, dass 54% der Prostituierten zwangsprostituiert sind, also das ist jede zweite Prostituierte. Jetzt fragt man beim Menschenhandel etwa 80% von Kind und Frauen. Jedoch ist ein Fünftel von diesen Zahlen betreffen auch Männer. Was ist dort der Fall? Was ist bei den Männern dran? Ja, das teilt sich ein bisschen auf. Also, jetzt mal noch zurück zu diesen 80% der Frauen. In diesen 80% Frauen und Kind sind eigentlich 90% von denen in der Sexsklaverei. Der Rest verteilt sich auf verschiedene Bereiche wie Organhandel, Arbeitssklaven, Zwangsheirat usw. Und der Fünftel Männer, die werden vor allem für Arbeitseinsätze eingesetzt oder angehört für zum Beispiel Gold- oder Diamantenminen oder jetzt auch gerade Stadionbauten in Katar und auch eben als Kindersoldaten und auch für Organhandel. Marion, die Arbeit von der christlichen Ostmission, wie wird die aufgefasst in der Öffentlichkeit? Ich weiss nicht, man hört dann immer so wieder das christliche Ostmission, wo man wieder das Gefühl hat, da kommen jetzt Christen mit dem Kreuz irgendwie daher. Wie wird das aufgefasst in der Öffentlichkeit? Also du meinst, wie die Leute darauf reagieren? Ja, also viele reagieren ein bisschen mit Skepsis, dass sie ein bisschen denken, ja, gibt es da wirklich Zwangsprostitution in der Schweiz? Das kann ja fast nicht sein. Denn das ist das Erste. Nachher sind ein grosser Teil ist sicher mal sehr betroffen davon. Und ein kleinerer Teil tut sich dann auch noch engagieren, setzt sich dagegen ein. Jetzt muss ich schnell schauen. Im Ausland ist es noch ein bisschen anders. Im Ausland die Arbeit von der christlichen Ostmission. Viele sind in den Herkunftsländern gar nicht informiert. Die wissen nicht, dass das überhaupt gibt. Die sind immer sehr erstaunt. Oder sind erstaunt. Rechnen einfach gar nicht damit, dass ihre Kinder könnten in der Prostitution landen und verstehen dann auch nicht, wenn sie im Ausland sind und wieder ins Land reinkommen, dass sie sich nicht mehr bei der Familie melden, aus Scham, was einfach eine Schande ist. Die sind dort nicht aufgeklärt. Jetzt, wo ihr die Projekte besucht habt, wie hast du das empfunden, Iris, dass dort vor allem Frauen involviert sind? Und du selber als Frau auch dort bist. Wie war das für dich? Ja, als Frau geht es einem einfach nahe, würde ich jetzt mal sagen. Man fühlt sich gerade betroffen, weil es ja mich auch könnte betreffen. Ich habe mir so vorgestellt, hey, wäre ich jetzt eine von diesen Frauen, die jetzt mir die Geschichte, ja, die die Geschichte erzählen würde, wenn ich einfach zum Beispiel jetzt eben in Moldawien geboren wäre. Wäre es meine Schwester, wäre es ja, Tochter, wär's ja, meine Mutter. Und ja, das geht dem Sinn einfach nach. Als ihr die Projekte besucht habt, was war das einschneidendste Erlebnis?
Wir haben nicht bloß Projekte besucht, wir haben auch unter anderem zum Beispiel noch ein staatliches Waisenheim besucht. Für mich ist da etwas vom Einschneidendsten oder Eindrücklichsten gewesen. Und vor allem zwar die Stimmung in dem Waisenheim. Sie ist sehr, ja, man kann schlechte Worte fassen, einfach sehr eine bedrückende Stimmung dort drin gewesen. Auch der Geschmack, es hat sehr gestunken dort drin, nach Urin. Also auch ein Hinweis darauf, dass wahrscheinlich viele von diesen Kindern noch Bettnässer sind, weil sie einfach ja, so unsicher sind und, ja, und einfach unter verschiedensten Sachen leiden. Eindrücklich war auch die Berichte teilweise von privat geführten Heimen, die sehr ermutigend waren, um die Heime zu sehen. Aber dort auch die privaten Kinderheime geführt haben, haben uns einfach berichtet, wie die Kinder teilweise zweig sind. Dass, ich weiß jetzt nicht mehr, was Alter war, aber sie hat ein Beispiel erzählt von einem Kind, wo man einfach, oder von mehreren Kindern, wo man zuerst mal wieder beibringen muss, Körperhygiene. Eigentlich etwas, wo man denkt, das ist ja selbstverständlich, dass Kinder wissen, wie sie sich duschen oder waschen müssen. Aber das ist gar nicht selbstverständlich. Es zeigt einfach, dass die Kinder in einem enormen Mass verwahrlost sind. Und auch, ich glaube, sie hat auch gesagt, bis sie, ich weiß nicht, ob es war in der zweiten oder dritten Klasse, dass sie nicht einmal die Farben gewusst haben, die verschiedenen Farben zu benennen. Das hat mich sehr schockiert. Einfach gesehen, dass die Kinder überhaupt, dass sich niemand um die kümmert und sie die einfachsten, für uns selbstverständlichsten Sachen gar nicht beigebracht bekommen. Ja, das sind ja alles Sachen, die sehr schockierend in diesen Projekten. Iris, ist man nicht manchmal ein bisschen überfordert, wenn man dann gerade mit drinnen ist? Ja, es ist, ich meine, wir sind jetzt begleitet in die Projekte. Wir sind sehr gastfreundlich empfangen worden von Leitern vor Ort. Eigentlich in einem gewissen Sinn auch behütet unterwegs gewesen. Aber man geht dann auch weiter und heim. Und ich merke, so die Überforderung ist auch dann, ja, jetzt, heute da, anschliessend die heim, vor allem da mit dem Gedanken, ja, was mache ich jetzt? Ja, heisst das jetzt etwas für meinen Alltag? Und dort fängt auch eine gewisse Überforderung an. Also das heisst, man funktioniert auch irgendwie einfach dort, mit der Unterstützung der Leute. Also ich stelle mir so vor, jemand hat ja mal angefangen mit dieser Arbeit. Du meinst jetzt, wenn ich jetzt eben die Projekte gesehen habe, ob ich dann einfach funktioniere im Gesehen, oder? Genau, also irgendwie, ich kann mir vorstellen, dass man dann wie so ein bisschen überfordert ist, was kann ich jetzt überhaupt machen? Ja, ich habe es gemerkt, wo wir auch eine Familie besuchen durften. Und wir hatten auch die Chance, Fragen zu stellen, dass man eigentlich, ja, wir sind gar keine Fragen mehr in den Sinn gekommen, weil man hat es einfach auf sich wirken lassen. Wie stark werden die Projekte auch vom Handel konfrontiert? Also muss man auch mit Widerstand rechnen oder gibt es da einen starken Widerstand, wo die Projekte dann wieder wo gegen die Projekte sind, sage ich jetzt mal. Also es ist ein gleiches Thema, wo es geht um viel Geld. Es sind viele Leute, auch kriminelle Hintergründe wahrscheinlich dahinter. Was für Widerstand stoßen da Projekte rein? Vereinzelt kann es zu Widerständen kommen, es kommt auch auf die Region drauf an. Aber koordiniert so etwas Grösseres ist in dem Sinn noch nicht passiert. Ein Leiter von einem Projekt, wo wir in Moldawien waren, wo wir besucht haben, hat erzählt, zwar eine Zeit lang, wo er Prostituierten direkt geholfen hat, dass er über einen bestimmten Zeitraum auch heftige Drohungen bekommen hat von Zuhälter. Ja, also das kommt schon vor. Wie können wir uns im Alltag verhalten, dass wir den Menschenhandel, all die Sachen nicht fördern und was können wir konkret dagegen machen? Ja, dass man es nicht fördert, ist relativ plumpe Antwort, würde ich jetzt mal sagen. Also ich in erster Linie keine Pornografie konsumieren, weil Pornografie tut den Menschenhandel in erster Linie ankurbeln. Wie es der Michael vorhin ja aufgezeigt hat, hängt da eins zu eins zusammen. Dann sicher auch kein Bordellbesuch. Ich denke, was man dagegen machen könnte, ist ein bisschen vielschichtiger. Man kann sicher das Umfeld informieren, jetzt zum Beispiel, jetzt, wo wir an dem Abend da waren und viel darüber gehört haben, wissen da
auch besser Bescheid, können damit ja, mit Leuten ins Gespräch und darüber informieren, Leute darauf auflupfen. Dann, wir können zum Beispiel den Gebetsbrief oder Com abonnieren, wo man immer wieder die neuesten Informationen hört. Und einfach dort im Gebet dran sein, weil es ist so eine grosse Ungerechtigkeit, da muss einfach auch übernatürlich sehr viel passieren. Dann, man könnte Patenschaft übernehmen, finanziell Projekte unterstützen oder sich zum Beispiel auch als ehrenamtlicher Mitarbeiter melden bei der Com. Ja, ich denke, das sind so ein bisschen die Sachen, die mir jetzt gerade in den Sinn kommen. Iris, was ist euer persönliches Ziel eurer Arbeit? Ja, mein persönliches ist auch im Grossen den Menschenhandel zu bekämpfen. Also das ist sehr gross gedacht. Im Kleinen ist es eigentlich das, was wir auch eben gehört haben, was Mike auch aufgezählt hat auf der Liste, die wir gesehen haben. Hey, thematisieren, sensibilisieren, einfach darüber reden. Ja, ich habe so mein persönliches Umfeld und das ist einmal das. Und ich glaube, ja, jeder da drin hat ein persönliches Umfeld und wieder irgendeine Idee, wie er das auch machen kann. Rachel, zum Abschluss, was ist dein Traum im Hinblick auf eure Tätigkeit? Ich denke, unser Traum oder auch meine ist ein sehr grosser Traum. Mein allergrösster Traum wäre, das Problem ganz auszurotten. Wir machen jetzt einen Anfang. Also ich denke, unsere Arbeit ist wie ein Puzzleteil in einem grossen Bild. Aber ich denke, wir sollen auch grosse Träume, sonst passiert auch nichts. Unser Ziel ist eigentlich auch, Leute zu erreichen, zu informieren und auch mehr zu gewinnen, um gegen die Ungerechtigkeit anzukämpfen. Und wie jetzt auch Michael gesagt hat, wichtig auch Männer zu erreichen, die gegen das ankämpfen. Und ja, wir sehen es so, dass jedes Menschenleben sehr wertvoll ist und unbezahlbar. Und es ist immer wieder der Wert zu kämpfen, auch wenn es nicht immer einfach ist, an das Thema zu denken. Danke euch vielmals, habt ihr euch da dem Interview noch zur Verfügung gestellt und danke für eure super Arbeit. Merci. Merci auch.